Die Göttin gründete Handelstreffer seinen Ort des fernen Handels, in dem zwielichtige Geschäfte bestraft wurden. Keine Diebe, keine Lügner, kein Betrug. Jetzt haben wir nicht nur Diebe hier, sondern es lagert auch eine Gruppe Genies draußen vor den Toren, die den gesamten hiesigen Handel geschluckt hat. Soweit ich weiß, haben sie alle Karawanen bestochen. Die haben Gold in Hülle und Fülle und sie ziehen einem das letzte Hemd aus einem Leib Brot. Die Stadt wird ausgehungert. Vaughan hätte sie gestoppt. Jetzt kann ich einmal fürs Kopfred etwas tun. Ja, ich nehme eure Dienste in Anspruch. Nun, im Moment ist nicht viel zu haben, aber ihr seid herzlich willkommen. Wenn ihr ein Bier und ein sauberes Zimmer wollt, im Moment stehen wirklich ziemlich viele zur Verfügung. Das ist mal sicher. Ja, wir können als Edelmann hier schlafen und einen wegkippen. In der letzten Woche gab es 3 Überfälle durch Wölfe und dazu sind 2 riesige Schwarzbären durch die Straßen getappt. Diese Druiden werden dafür bezahlen. Die Monster der sizilianischen Armee zerstören alles, was in ihrer Marschroute liegt. Man befürchtet schon, dass die nächste Sommer über Imenska und Handelstreff hinwegrollen. Ja gut, mieten wir. Ah, ich muss die... Ich warte, wenn es von Nutzen ist. Ja, wenn es... Ratten gab's hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Jetzt aber. So, jetzt müsste es 10 Uhr, 12 Uhr mittags schon sein, hey. Oh, wer bist du? Alenian. Dich habe ich übersehen. Seid mir gegrüßt, Fremd. Ich spiele meine Melodien und ziehe alle Register meines Könns, um die Bevölkerung dieser Stadt zu beruhigen. Aber um ehrlich zu sein, ist es keine leichte Aufgabe. Die Furcht liegt hier schweren Schwaden in der Luft. So, jetzt müssten die Leute wieder draußen unterwegs sein. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ihr seid ein Fremder. Ah, okay. Bleibt da stehen, oh nein, noch mehr Fremde hier in der Stadt. Habt ihr euren Verstand verloren? Amak? Wer seid ihr? Ihr haltet zu den Druiden. Sie werden brennen und ihr werdet bezahlen. Jawohl, bezahlen werdet ihr. Wow. Haltet Abstand von mir. Nicht hier aus der Gegend, oder? Nein. Haltet Abstand von mir. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht mit diesen Druiden zusammenarbeitet? Ihr seid gekommen, um uns alle zu töten. Da wette ich drauf. Fremde sollten meiner Meinung nach einfach draußen bleiben. Okay, ich glaube, ich muss zuerst das Problem mit den Tieren lösen, bevor mich die Leute hier mögen. Ihr seid nicht von hier, nicht wahr? Warum seid ihr gekommen? Wisst ihr nicht, dass die Stadt von der Natur selbst belagert wird? Wir sind alle verdammt. So. Bürgermeister. Gildenmeisterin. Hohenhändler Logans Wache. Keine große Herausforderung. Hier drin ist Logan nicht. Okay. Ihr seid ein Fremder in dieser Stadt, nicht wahr? Es überrascht mich, dass man euch Zugang gewährt hat. Ihr werdet feststellen, dass ihr hier nicht willkommen seid. Danke. Und außerdem, falls ihr nach Handelstreff gekommen seid, um die Vorzüge unserer exzellenten Märkte zu nutzen, da seid ihr vergeblich gekommen. Hier zwischen den Ruinen und anderen Problemen gibt es nichts zu kaufen. Was für andere Probleme meint ihr denn? Es ist nichts, was für euch von Belang wäre. Es reicht, wenn ich sage, dass unsere Stadt in Gefahr ist, zusammenzufallen. Es gibt für euch hier nichts zu kaufen. Wer seid ihr eigentlich? Mein Name ist Busja und ich bin die Leiterin der Kaufmannsgilde in Handelstreff. Wir haben einst den fairen und ehrlichen Handel gefördert, aber in letzter Zeit ist meine Position so gut wie bedeutungslos. Als ihr sagtet, es gibt hier nichts zu verkaufen, habt ihr da gemeint, die Leute würden nichts an Fremde verkaufen? Nein, ich meine, es gibt nichts für euch zu kaufen. Wie ist es nicht bei den Händlern und Pendlern, die traditionell hier in Handelstreff ihre Waren verkauft haben? Wenn ihr wirklich verzweifelt seid, dann könnt ihr zu den Dao gehen, die außerhalb der Haupttore ihr Zelt aufgebaut haben. Die Preise sind enorm, aber sie besitzen alles, was man verkaufen kann. Die Karawanen werden wegen der Gefahr nicht kommen und die wenigen, die es tun, tun es nur wegen der Riesenmengen Gold, das den Dao anscheinend aus den Taschen fließt. Kann man gegen diese Dao nichts machen? Bis diese Angriffe durch die Türe aufhören, hat es keinen Zweck. Wenn ihr mit der Hilfe wirklich ernst meint, dann kommt und sprecht mit mir, sobald die Sache beendet ist. Ich gehe jetzt einmal. Wie ihr meint, okay. Das ist das Schlafzimmer, da wollten wir nicht rein.
Und Yoshimo, du behältst deine Finger ruhig bei dir. Mit dir wollten wir reden. Logan Koprit. Seid abermals gegrüßt. Abermals? Wir haben uns noch nicht nie getroffen. Willkommen, liebe Leute in Handelstreff. Kümmert euch nicht um die ängstlichen Blicke der Bürger hier. Fremde werden in diesen Tagen nun mal misstrauisch beäugt. Ihr macht auf uns einen recht ordentlichen Eindruck und ich setze mal voraus, dass ihr guten Willens seid. Mein Name ist Fürst Logan Koprit und ich bin der Hohnhändler dieses Ortes. Darf ich erfahren, warum ihr ein Hohnhändler seid? Ihr seht mir aus wie jemand, der mit Rüstungen umgeht und ich bin so sehr mit Finanzen. Erzählt mir, was plagt eure Stadt. Ich bin durchaus bereit zu helfen, wenn es nötig ist. Ich verstehe und ich soll euer kleines Problem lösen, nehme ich an. Ist es das, was ihr meint? Mir fehlt im Moment leider Zeit, um mich mit euch zu teilen. Entschuldigt bitte, aber ich werde später wiederkommen. Fragen wir mal neugierig, warum er Hohnhändler ist. Ich habe den größten Teil meiner Laufbahn in der Armee verbracht, doch dann wurde ich von anderen Pflichten hierher gerufen. Meine Familie war recht einflussreich, oblag die Aufgabe, den Bürgermeister für Handelstreff zu stellen. Finanzen mögen nicht meine Stärke sein, aber die Wachen profitieren von meiner Disziplin und auch die Sicherheit habe ich verbessert. Und trotzdem gibt es immer noch viel zu tun. Handelstreff gibt es hier schon seit Generationen. Doch jetzt werden wir auf die schlimmste Art schikaniert. Unsere Händler hatten zuletzt schwierige Zeiten zu überstehen. Das ganze Land ist gegen uns. Die Tiere greifen an und selbst das Laub hat eine eigentümliche Färbung. Das Ganze beinahe zunächst was unmerklich, doch mittlerweile vermuten wir eine dunkle Macht dahinter. Bis vor kurzem wussten wir nicht, wen wir darüber dafür verantwortlich machen sollten. Doch jetzt haben die Leute ein Ziel gefunden. Die letzte Gruppe, die überfallen wurde, konnte mehrere Figuren beobachten, die in diesem Chaos offenbar Regie führten. Eine Gruppe Druiden, die sich lange Zeit friedlich verhielten. Die Einwohner nahmen einen von ihnen fest. Wenn ich nicht eingegriffen hätte, hätten sie ihn wohl auf offener Straße gevierteilt. Was ist daran falsch? Ihr habt einen Sündenbock. Foltert ihn, bis die Vorfälle ein Ende haben. Und hat er gestanden oder haben ihn die Leute nur verurteilt, weil er ein Druid ist? Ich verstehe nicht ganz. Ihr habt euren Gefangenen, die Verhandlungen sollten doch dann eher ein akademisches Problem sein. Soll ich nun bei der Befragung dieses Druiden helfen oder bei der Jagd auf dessen Kumpan? Sind wir mal unparteiisch und fragen, ob er gestanden hat? Das ist mein Dilemma. Er behauptet, er sei hier, um das Verhalten der Druiden zu untersuchen und ich glaube ihn. Unglücklicherweise halten viele in der Stadt ihn für schuldig. Ein wütender Mob lässt sich nur mit einem brennenden Scheiterhaufen beruhigen. Dieser Druide bleibt hinter Gitter, mehr zu seinem eigenen Schutz als aus irgendeinem anderen Grund. Mein Auftrag an euch lautet, ihn zu begleiten, damit er seine Aufgabe erfüllen kann. Oder versucht es selbst, ganz wie es euch beliebt. Ich will den Eindruck einer Kollaboration vermeiden und kann daher nicht meine Leute schicken. Und allein dürfte er es wohl kaum aus der Stadt schaffen. Würde dir helfen? Ich werde mit ihm reden, um zu sehen, ob ich helfen kann. Wenn ich irgendwo etwas tun kann, werde ich es versuchen. Nun gut, sollten wir aber von einigen aufgebrachten Stadtbewohnern angegriffen werden, dürfte das für jene den sicheren Tod bedeuten. Ich werde mich erst entscheiden, wenn ich mit diesem Mann gesprochen habe. Ich brauche noch eine größere Summe, um meinen Freund aus den Händen der verhüllten Magier zu befreien. Eine Belohnung wäre also angebracht. Ich habe genug Geld. Daran habe ich kein Interesse. Ich würde erst gern mit ihm reden. Das ist nur gerecht. Ihr dürft passieren und mit ihm reden. Unter eurem Geleit darf er sogar die Stadt verlassen. Viel Glück. Ich warte. Nun gut. Ein Druide in einem Loch da unten. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr... Was möchtet ihr? Kernt, okay. Ja. Ja, erzählt mir mehr davon. Hallo, Kernt. Seid mir gegrüßt. Ach. Auf. Mein Name ist Zernt, obwohl eine Vorstellung nach all dem Aufruhr, den ich verursacht habe, eigentlich überflüssig ist. Ja. Ihr macht einen halbwegs vertrauenswürdigen Eindruck. Seid ihr Freunde dieses reizenden Fürst Koprint? Meine Freunde unter den Händlern sind ziemlich rar gesät. Lord Koprint sendet mich. Ich soll euch aus der Stadt herausgeleiten und euch jede nur erdenkliche Hilfe zuteil werden lassen. Koprint sendet mich, aber ich traue euch nicht über den Weg. Was genau habt ihr hier zu suchen?
Ich weiß nicht recht, was ich von euch halten soll. Sobald ihr die Stadt verlassen habt, seid ihr auf euch allein gestellt. Was wäre denn, wenn die Händler mich geschickt hätten? Was ist für mich drin, wenn ich euch rette? Lord Koprinz sendet mich, ja. Erscheinen mir unbesonnen Entscheidungen erbgeneigt zu sein, obwohl die Händler nur wenig Grund hatten, ihr zu trauen. Ich traf nur kurze Zeit nach einem Angriff ein, das muss ihnen verdächtig vorgekommen sein. Ich hätte mich so ruhig bewegen sollen wie der rankende Weinstock und nicht mit der prahlerischen Hast des Windes. Soweit vergesse ich selbst die Freiheiten, die den Kreislauf der Natur vorantreiben. Ah, der Gifttauch wird sich legen. Da will ich zu gegebener Zeit zurückkehren und bessere Beziehungen pflegen. Wir sollten aufbrechen. Es wird besser sein, diese Geduld der hiesigen Bürger nicht allzu arg auf die Probe zu stellen. Was hat ihre Gemüter so vergiftet? Ihr Anführer schien mir recht vernünftig zu sein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe einen bestimmten Verdacht. Ich werde mich bemühen, euch zu erzählen, was ich darüber weiß. Ich bin Cernt, wie gesagt. Der Norden hat mich hierher gesandt, um herauszufinden, warum der Druidenorden dieser Region die Verbindung zur traditionellen Hierarchie gekappt hat. Soll schon mal vorgekommen sein, aber die Angriffe bereiten mir große Sorgen. Derlei führt nur zu noch größerem Unrecht und irgendwann werden diese Leute um sich schlagen wie ein Tier, das man in die Ecke gedrängt hat. Ja, ich sehe, ihr habt eine Druidin bei euch, Yahira, nicht wahr? Auch sie wird besorgt sein, denn sie weiß um die Gefahren des verlorenen Gleichgewichts. Ich kenne viele Druiden in dieser Region. Sie würden solche Aktionen niemals unterstützen. Ich habe den Verdacht, dass hier ein Führungswechsel stattgefunden haben muss. Es ist die Pflicht eines jeden Druiden, diesen neuen Anführer zu ermitteln und herauszufinden, ob alles zum Wohle der Natur geschieht. Die Angriffe auf die Händler aber beunruhigen mich im hohen Maße. Ich käme auch allein zurecht und doch ist mir der Rückhalt einer Gruppe lieber. Einer Gruppe, die ich durchaus auch von meinem Diensten profitieren könnte. Seid ihr bereit für diese Aufgabe? Ja, ich will euch helfen, so gut ich es vermag. Schließt euch an und wir werden tun, was getan werden muss. Ich will euch nach Kräften helfen, aber ich wünsche keine weiteren Reisebegleiter. Dabei kann ich euch im Moment nicht helfen. Tut mir aufrichtig leid, aber ich muss ablehnen. Das ist für mich ebenso wenig von Interesse wie eure Gesellschaft. Sieht zu, dass ihr Land gewinnt. Nur wenn etwas für mich dabei herausspringt. Schließt euch an und zeigt mir den Weg, aber meinen Hals werde ich nicht riskieren. Ich will euch nach Kräften helfen, aber ich wünsche keine weiteren Reisebegleiter. Ich werde helfen, so gut ich kann. Wir müssen in den Druidenhain, um dort weitere Nachforschungen auszustellen. Auch wenn ich mir diese bessere Begleitumstände gewünscht hätte. Alle Druiden gehen irgendwann einmal dorthin, um sich vor dem höchsten Rang zu bewerben. Aber ich fürchte, dass wir finden werden. Ihr werdet es auf eurer Karte markieren. Wir sollen uns besser beeilen, damit nicht die Nüsse wachsen und abfallen, bevor wir überhaupt am Baum gerüttelt haben. Ja, ihr solltet aber mein eigentliches Ansehen kennen. Ich muss Imoin retten, eine alte Freundin, die von verhüllten Magiern entführt wurde. Das ist mein oberstes Ziel. Die Sache kann allerdings ziemlich gefährlich werden. Da braucht ihr also meine Hilfe. Wenn ihr mir bei der Aufgabe, die ich übernommen habe, behilflich seid, werde ich euch gerne bei der euren unterstützen. Es konnte eine willkommene und aufregende Ablenkung sein. Ja, dich wollen wir leider doch nicht dabei haben. Eine zweifelhafte Entscheidung, den Apfel wegzuwerfen, solange er noch grün ist. Aber ihr seid ja der Anführer dieser Gruppe. Ja. Ich werde euch bei der Gelegenheit daran erinnern, dass unser Auftrag im Druidenhain noch längst nicht erledigt ist. Ich erwarte euch in der Nähe des Hains. Nehmt euch nicht allzu viel Zeit. Ja, tierische Probleme in Handelstreff. Hat sich ein bisschen was getan. Hohenhändler Logan Coppred hat mir erklärt, dass Handelsreff von Tieren belagert wird. Ein Druide namens Cernt wurde von den Dorfbewohnern gefangen genommen, aber Logan glaubt nicht, dass er verantwortlich zu machen ist. Ich soll ihn sicher aus der Stadt bringen oder zumindest mit ihm sprechen. Cernt befindet sich noch immer im Gefängnis der Stadt. Ich habe mich mit Cernt zusammengetan. Er befürchtet, dass die Angriffe auf Handelsreff das Werk einer Gruppe von Druiden ist, die den Kontakt mit der Hierarchie der Druiden abgebrochen hat. Er befürchtet, dass die Situation soweit eskalieren könnte, dass es zwischen der Stadt und der Natur zum offenen Krieg kommt. Wir sollten zum Druidenhain südlich von Handelstreff reisen und die Sache untersuchen. Ja, da ist der Druidenhain in der Nähe der Windspeerhügel. Fragt nur, keine große Herr. Das heißt, das ist jetzt unser direktes Ziel. Ihr müsst eure Gruppe. Handelstreff werden wir dann machen, wenn wir beim Druidenhain fertig sind. Nun gut.
Weil scheinbar gibt es hier in Handelstreff doch ein bisschen mehr zu tun, außer die tierischen Probleme. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Ja, die Schmiede, Tierishaus, Fentan. Sei ja, da könnten wir Fentan wieder rekrutieren, nachdem wir sie im Schattentempel gerettet haben. Was immer ihr wünscht. Wir wollen aber erstmal einfach nur hier raus. So, Druiden, nein.